Moin Moin Leute, willkommen zu einer Wir suchen alle Dinge, die wir noch nicht gefunden haben, Karte. Folge. Müssen wir da jetzt hier links? Ja, ich glaube, wir müssen hier links. Weil es gibt so ein paar Sachen, die haben wir noch nicht gefunden. Und deswegen würde ich da ganz gerne. Ríki sólar og mána. Vörpum örlitlu ljósi á þennan stað. Deswegen würde ich nämlich ganz, ganz gerne noch die Karten hier etwas bereisen. Nur um zu schauen, ob wir vielleicht noch ein paar Idunsäpfel abgreifen können. Mit den Idunsäpfel können wir unser Leben verlängern und das, also unsere Lebensleiste erhöhen. Und das finde ich eigentlich recht wie. Ah, hier, das haben wir nicht gemacht. Das haben wir nicht gemacht. Warum ist das nicht aktiv? Na gut, dann brauchen wir den hier. Brauchen wir den hier. Den hier. Und den hier. So. Den noch mit. Den hier noch mit. Und die beiden. So. Nee, dich nicht. Dich. Nein. Nein, dich nicht. Aber dich brauchen wir und Moment. Und jetzt glaube ich noch die beiden hier. Ein Hirsch. Dvalin, næstminnsti hjörturinn, með horn sem borin af sjö stjörnum. Das ist ja cool. Und hier links müsste einer sein. Den haben wir nicht. Genau, hier. Zack. Genau, das meine ich. So, jetzt haben wir hier alles. Hey, warum konnten wir da vorher nicht reinlaufen? Ah, vielleicht weil wir die Karte noch nicht abgeschlossen hatten, vielleicht. Wir sind Dvalin einen noch nicht gemacht haben. Apropos Dvalin, ne? Tolkien hat ja sehr, sehr viele, also gerade die Zwerge, schwer an der nordischen Mythologie orientiert. Die Sterne sind aber nicht mehr reaktiviert, oder? Ah, gut, gut, dann ist die Brücke nämlich zu aktivieren gewesen. Ah, dann sind die einfach nicht mehr aktiviert. Alles klar. Aber wir haben ja jetzt den Apfel. Damit haben wir hier alles erledigt. Das finde ich schön. Dann können wir ja wieder zurückklatschen. So. Und beim. Hier rechts fehlte uns auch noch was, nämlich ganz unten links. Da, der ist nicht aktiviert. Da sollten wir auf jeden Fall noch hin. Wir sind jetzt, glaube ich, wir müssen einmal jetzt hoch. Wer trifft mir das? Hversu stór er fuglinn sem situr í krónu Yggdrasils? Ah, Mann. Da müssen wir jetzt. Ah, da kommen wir gar nicht entlang. Die sind hier. Ah, nee, doch, da hätten wir entlang. Hä? Hä? Einmal. Das ist der Vogel. Í krónu Yggdrasils situr hann nafnlausi örninn. Á milli augna hans situr haukurinn veðurfölnir. Það er svo süst, dem kleinen Adler. Müssen wir den hier verwenden? Nee. Dann halt so, komm.
Dann müssen wir da noch ein paar Abkürzungen nehmen. Auf jeden Fall müssen wir noch links runter. Gut, wir sind jetzt... So, wir sind hier hoch. Können wir jetzt links laufen. Das sind ganz... diese kleinen Pfeildinger, das sind genau die Stellen, wo wir hinkommen. Also wo wir diese Äste... Ah, hat uns nicht erwischt. Das ist schön. Da wollen wir aber gar nicht lang. Wir wollen hier lang. Ja. So. Oh. Hallo. Eftir eskitrénu endilöngu ber ratatoskur orð veðurfölnis niður til ormsins nýðhögs. Dann haben wir jetzt alles gefunden. Schön. War jetzt nicht so krass, aber ich finde es schön. Die Animationen finde ich, das war es schon wert. Ah, Sackgasse. Na, Pilze. Wir kürzen es mal ab. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Pilze gibt's hier. Schade, dass das nicht so lange anhält. Ne, ist ja jetzt schon wieder fromm. Nein, ich will... Oh. Ich will hier doch nur vorbei. Na gut, dann halt hier rum. Ich bin überrascht, dass wir auch so gut durchkamen jetzt auch mit dem Zwerg. Dafür, dass ich das jetzt ewig nicht gespielt habe. Ich will mich jetzt nicht selbst loben, ist ja klar. Ein bisschen Selbstlob ist da schon angebracht. Ich meine, schließlich haben wir das jetzt auf Anhieb hingekriegt. Also auch den einen Gott. Ich meine, ja, die Steuerung ist jetzt auch nicht allzu schwer von mir aus. Aber ich habe trotzdem seit Ewigkeiten nicht gespielt. Und dann noch mit Gamepad. Also gleich mal nochmal eine ganz andere Steuerung. Also ich hätte mich nicht irgendwie so dran erinnern können, sondern neue Steuerung. Das ist schon mal was. So. Was uns da alles fehlt. Alles klar, dann müssen wir hier unten. Ich muss mir das mal ganz kurz aufzeichnen. So, diese Augen, ne? Ne, ich kann mir das nicht aufzeichnen, aber auf jeden Fall unten ganz links und in der Mitte unten. Da fehlen uns noch Sachen. Das sind die Fragen mit dem Auge. Ah, und rechts fehlt uns quasi direkt links und rechts unten. Ah, das war die Karte mit der Midgard-Schlange. Okay, dann gleich links, wenn wir rauskommen, und gleich rechts, wenn wir rauskommen. Ich bin jetzt mal gespannt, welche Karte welches ist. Ich glaube, das ist jetzt die mit der Schlange, wo ich echt leicht Panik kriege. Wenn die Schlange von links unten hochkommt. Jörmungandr, sonur Loka og Bani Þórs. Ich finde es ja interessant, dass hier immer mal wieder die Fenris oder so Wolfsabdrücke sind. Den Fenriswolf noch nicht getroffen hat. So, hier müsste das sein. Nee, noch eins weiter.
Oh Mann, Mann, Mann. Ach, das gefällt mir echt gar nicht mit dem Eis. Das ist. Oh, das war jetzt nur die. Die kam natürlich jetzt noch nicht hoch. Das ist aber abnormal mit der. Oh, jetzt kommt sie. Hallo. Bam! Boah. Creepy. Ich wollte hier eigentlich gar nicht nochmal. Wollen wir uns das nicht nochmal überlegen? Níu ár hvergelmis. Eitrað vatn þeirra gaf af sér ími og hrimþursana. Haben wir das jetzt abgeaktiviert? Nee, ich glaube, wir sind eins zu hoch jetzt. Ich glaube, wir sind eins zu hoch, ja. Ich denke. Und so hier. Hä? Mhm. Okay, wo sind wir jetzt hier? So, hier sehen wir jetzt wieder die Aussicht. Wir können hier oben rumlaufen. Ich denke ja eher, dass wir hier jetzt zu weit sind. Und zwar wesentlich zu weit. Oh nein. Okay, wir sind jetzt schon ganz oben. Na, erzählst du was dazu? Aber warum werden die angezeigt? Wenn man so. Naja, komm, wir laufen nochmal ganz runter. Ich finde das. Oh, ich könnte auch. Also, die Vorstellung allein, was im Meer unter einem sein kann, wie viele Kilometer es da teilweise runtergeht. Und du bist so auf deinem Bötchen und kriegst nichts davon mit. Das ist halt hart. Ah, wo sind wir hier? Ich meine, das Kartensystem ist schon cool, aber man sieht halt echt nichts. Oh je, je, je. Nein, nein, nein. Das war ja klar. Zack. Voll erwischt. Das war klar, dass das passiert. Naja, irgendwann hat es uns ja erwischen müssen. Von daher. Man hat sich schon ein bisschen hilflos gefühlt. Ah. Mimias Brunnen. Alles klar, dann haben wir jetzt eine Sache von beiden schon mal gefunden. Das ist doch schon mal was. So, dann lassen wir uns mal heilen. Warum leuchtet das jetzt nicht? Doch, jetzt. Jetzt hat das Spiel geblickt, dass wir da waren. Alles klar.
Gut, dann sind wir jetzt hier unten. Dann laufen wir hier jetzt noch um die Ecke. Ja, jetzt kommt er gleich. Wir sind jetzt hier. So, hier kann er schon mal nicht mehr kommen. Das ist ja Fels. Wir sind jetzt auf der Höhe. Jetzt müsste die Spitze hier sein. Da müsste dann links jetzt auch noch was sein. So. Ist jetzt meine Frage, ob... Ja, da ist der Link schon rausgekommen. Meine Frage wäre jetzt gewesen, ob das Erscheinen von Jörmungandr dafür sorgt, dass das Eis halt offen bleibt. Also ob das dauerhaft das Ganze kaputt macht. Oder nicht. Also hier unten müsste jetzt irgendwo was sein. Ich weiß ja nicht was, aber irgendwas. Nein. Wir sind jetzt schon hier bei dem Kringel hier. Ist noch eins weiter runter. Ich verstehe es nicht. Wo sollen wir denn da bitte rauskommen? Was ist das denn? Mann. Ich möchte nichts unerforscht lassen. Oh. Das war knapp. Das war echt hart knapp. Und nein, es bleibt nicht. Das friert ihr dazu. Das ist ja interessant. Uah. Ist das das Event? Okay, wir sind jetzt hier. Jetzt müssen wir hier nochmal reingehen, ja. Und hier. Hier müsste das auch sein. Aha. Oh. Oh. Ja, ich glaube, wir haben es gefunden. Ein Apfelchen. Haha, jawohl. Und noch mehr Leben. Jetzt haben wir fast doppelt so viel Leben, wie wir ganz am Anfang des Spiels hatten. Das ist doch was, oder? Kann die Schlange kommen? Und die Schlange hierher? Schade. Jawohl, es hat sich gelohnt. Sehr gut. Das hat mir gefallen. Ach, ich keine Ahnung, wie das in Luther-Näschen, hm? Das kleine Gamer-Näschen, ne? Das lag richtig. Mhm. Dann schauen wir jetzt nochmal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Brauchen wir jetzt die restlichen Lebenspunkte? Ich meine, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass wir noch eine weitere Götterkraft kriegen. Im anderen Ding. Weil wir dann doch... Warte, ich will mir das mal kurz anschauen. Hier auf der Karte. Hier rechts haben wir jetzt alles erforscht. Und hier fehlen uns die beiden hier. Ja, komm, das ist ja direkt am Anfang der Karte. Von daher, machen wir mal. Komm, machen wir mal. Machen wir noch schnell. Aber nicht mehr in der Folge, Leute. In der nächsten Folge. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis bald.